Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute machen wir ein absolutes Lieblingsgericht von mir, nämlich Käsespätzle. Ich habe mich heute für ein ganz einfaches Rezept und ein ganz cremiges und für mich rundum perfektes Rezept entschieden. Denn für mich sind Käsespätzle A, mit einem richtig schönen kräftigen Käse, B, mit Röstzwiebeln. Wenn ich das anders serviert bekomme, dann bin ich auch immer ein bisschen enttäuscht, aber das weiß man ja nicht immer im Vorhinein. Und dann habe ich mich auch noch für ein Rezept in der Ofenvariante entschieden. Deswegen steht auch hier schon mal der Ofenmeister für uns bereit. Denn ich bin immer so ein Fan von vorbereiten, ab in den Backofen. In der Zwischenzeit kann man irgendwas anderes machen und genießt am Ende was ganz Leckeres. Also ihr Lieben, heute gönnen wir uns richtig mal ein, denn mein Rezept ist mit Sahne. Ich habe es extra mal ohne und mit ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Variante mit Sahne ein bisschen cremiger. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieses Rezept ist so oder so kein Abnehmrezept. Wenn man sowas schon mal zubereitet, dann gönnt man sich das mal und ich finde, dann darf es auch so schmecken, wie es eigentlich am liebsten ist. Abgesehen davon benutze ich auch immer die fettreduzierte Sahne, aber das kann jeder so entscheiden, wie er es mag. Für unsere Käsespätzle benötigen wir einmal selbstgemachte Spätzle. Das ist mein Grundrezept. Ich habe die Variante mit Dinkel gemacht und im Thermomix. Und die Menge ergibt in etwa 1,3 Kilogramm. Dann habe ich hier schon mal zwei Käsesorten. Ich habe einmal einen Bergkäse und einen Appenzeller. Und beim Appenzeller die kräftige Variante. Da könnt ihr natürlich den Käse auswählen, der euch am liebsten ist. Ich habe die milde Variante einmal ausprobiert und ich fand es ein bisschen zu lasch. Deswegen habe ich jetzt hier zwei kräftige Käsesorten. Das sind jeweils 150 Gramm, also insgesamt 300 Gramm Käse. Dann habe ich hier Röstzwiebeln, zwei Hände voll von meinen selbstgemachten. Die gibt es ja, das Rezept dazu gibt es auch auf meinem Channel. Dann habe ich hier ein Päckchen Sahne, das sind 250 Milliliter. Das Ganze werde ich dann würzen mit Muskatnuss, einen halben Teelöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Jetzt nehmt ihr euch am besten eine größere Schüssel, damit wir hier unsere Spätzle, die Käse und die Röstzwiebeln schon mal reingeben können. Dann würzen wir die Sahne mit den Gewürzen, gießen das Ganze drüber, vermengen das Ganze schön, damit dann keine Käsenester entstehen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt. Jetzt ölen wir den Ofenmeister mit Sonnenblumenöl ein. Also ich verwende immer am liebsten Sonnenblumenöl. Wichtig ist, schaut immer drauf, ob euer Öl stark erhitzbar ist. Egal, ob es ein Sonnenblumenöl ist, ein Rapsöl. Immer schauen, ob das überhaupt geeignet ist. Denn ich verwende immer hier von Alnatura dieses Bratöl. Das steht auch hier explizit drauf, dass es stark wie es sich auch schon nennt, Bratöl. Also quasi, dass es für starke Temperaturen geeignet ist. Mit dem konnte ich bisher immer eine super Patina aufbauen. Und wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt auch immer, wenn es auf der Verpackung nicht steht, beim Hersteller auf der Homepage gucken. Bei Alnatura zum Beispiel ist es extra aufgelistet. Den pinseln wir jetzt ein. Und wer jetzt keinen Ofenmeister hat, kann das Ganze natürlich auch in einer anderen Auflaufform machen. Im Ofenmeister finde ich es total toll, weil es von außen teilweise noch so ein bisschen kross wird. Und so finde ich es so. Man hat so leicht das Gefühl, wie als wenn es auch so ein bisschen angebraten ist. Das finde ich super lecker. Und dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Wieder in der untersten Einschubleiste auf dem Küchenrost mit dem Deckel drauf. Für so in etwa 25 Minuten.
Wir haben es endlich geschafft, ihr Lieben. Also das ist wirklich mein absolut liebstes Käsespätzle-Rezept. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus, denn ich weiß nicht, ob ihr es vorhin im Video gesehen habt. Wenn man hier so reingeht, das hat so richtig tolle Käsefäden. Das ist super schön cremig und durch die Röstzwiebeln, also durch die Röstzwiebeln, die wir gemacht haben, schmeckt das einfach nur absolut fantastisch. Und jeder, der die Röstzwiebeln schon mal gegessen hat, weiß, dass es eigentlich egal, wo ihr die reinmacht, alles bombastisch schmeckt. Und wer keine Röstzwiebeln mag, kann das Ganze natürlich auch einfach mit, kann dann eine Zwiebel nehmen, die in reichlich Butter andünsten oder so anschwitzen und die dann da reinmacht anstatt dessen. Und was habe ich noch für eine Idee? Achso, und ihr könnt natürlich auch das Rezept halbieren und in der kleinen Deli zubereiten. Das geht ganz genauso, wenn ihr wollt, für eine kleinere Portion. Aber ich mache das immer so, dass ich quasi alles portionsweise abpacke, einen Teil einfriere, den anderen Teil für den nächsten Tag lasse. Und so ist das Ofenmeister-Rezept für uns auch genau richtig. Also ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, denn nächste Woche wartet nämlich auch so ein kleines Special auf euch. Und ja, dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!